So, jetzt gucken wir mal hier bei Onkel Don, aber was ist mit diesem komischen Ding hier unten back hier? Ich habe den Dreh noch nicht so raus. So, und jetzt. Jetzt müsst ihr schnell drücken. Jetzt drückt doch mal drauf. Ah, jetzt. Das passt doch super. Okay. Jetzt. High five. Oh, jetzt habe ich. Scheiße. Sorry. Sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Ach Quatsch. Ich verarsche dich nur. Beides oh, Grinsen hat er. Ich bin in Panik. Scheiße, jetzt habe ich natürlich nicht so schnell gedrückt, ne? Ich habe eben auf mein Handy geklotzt wegen der Zeit. Verdammt, ey. Hä? Ich hätte keine Angst. Hinter dir ist etwas. Nein, im Ernst. Josh. Ohne Scheiß jetzt. Da hinten ist etwas. Okay, dein Punkt. 30-0. Was? Nein, woher kommt der erste Punkt? Zuerst kommt doch 30. Nein, 15. Oh, ich bin eher ein Ping-Pong-Fan. Ja? Okay, du hörst das doch auch, oder? Ja. Josh. Was? Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Ich schaue nach. Ach so, ja, mach mal. Ich gehe mal nachsehen. Was? Wieso? Was hast du denn, Angsthase? Nein, das ist wahrscheinlich überhaupt nichts. Dann halt du doch die Stellung. Scheiße, man weiß echt nicht, was man drücken soll, ne? Vor Schreck, ey. Hier ist eine Ratte. Ach, Scheiße, ey. Fuck. Jetzt hab ich nicht gedrückt so schnell. Was ist denn das jetzt? Damit keiner hier reinkommt! Hey! Was? Hey! Was zum Teufel? Boom! Ich hab dich erwischt! Pff, fuck! Was? Das war jetzt bestimmt ein geiles Foto da oben, ey. Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern. Das war so gut. Okay. Ich gebe zu, dass dein dummer kleiner Streich möglicherweise ein bisschen lustig war. Jokemeister! Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, Scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht. Komm, du hast dir echt in die Hose Josh. Gemacht. Da hat die Lampe angelassen. Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Boing! Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Hexenbrett. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel, okay? Viel Spaß noch! Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. Oh, das ist ja ein Lydiger. Der ist ja cool. Wie sieht's denn bei denen jetzt aus in der Bude, ey? Da. Was hat er jetzt gemacht? Müssen wir uns mal das Foto angucken, dann bin ich ja voll erschrocken jetzt, ey. Widmen wir uns jetzt deinen Gefühlen gegenüber Menschen mit Angst vor der Dunkelheit. Hast du auch diese Furcht? Ja. Ist das wahr?
Aber das zeigt sich nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst, nicht wahr? Und jetzt nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Ich schätze Ehrlichkeit. Also, du sagst die Wahrheit. Auch wenn das unangenehme Folgen haben würde für einen Freund. Und was ist mit Ehrlichkeit und Nächstenliebe? Ehrlichkeit. Nächstenliebe wird überbewertet, schätze ich. Lieber sich selbst treu bleiben, anstatt anderen zu helfen, ja? Eine Stunde so. Irgendwas muss man wählen, ne? Wir sehen uns bald wieder. Das wird aber langsam ein bisschen ungehalten, oder? Schaut eben komisch bei dem aus. Es war nur ein Spaß, Han. Hä? Bringen die es alle vor zwei, oder was? Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen... Wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom. Schmetterling. Zeichnen die sich andauernd. Das ist ja blöd, oder? Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow... Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja. Ja, okay. Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Na gut, wir haben sie wegen abgehört, Situation. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Also, hier steht drin... Isolation. Zum Kommunizieren mit ach, schon bis zum Morgen. ...müssen sie ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin todernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. In Ordnung. Mal sehen, was passiert. Ashley, du, als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. Flapsig. Ernsthaft? Ist da jemand, genau... Okay. Ist jemand da? Würdet ihr euch uns dann zeigen, falls ihr da seid? Wartet mal bitte. Warst du das? Ich hab gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Ha? Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt ihr etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. Hilfe? Wie sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Klarstellen, wer braucht Hilfe? Wie könnten wir helfen? Vortasten. Wie können wir dir helfen? Er bewegt sich schon wieder. Was buchstabiert das? Er bewegt sich schnell. Warnung. Shit. Oh mein Gott. Warnung? Ich glaube, wir müssen echt rausfinden, wer da mit uns kommunizieren will. Wer bist du? Wir können dir nicht helfen, wenn wir nicht wissen, wer du bist. Kannst du uns sagen, wer du bist? Ah. Oh, es geht los. Okay, S. I. S. T. E. R. Schwester. Schwester? Ach. Wessen Schwester? Ach, komm schon, ist das euer Ernst? Sei still! Frag wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn?
Ashley, frag, wer es ist. Hannah, bist du das? Hannah? Wer spricht da mit uns? Hannah? Bist du das? Yes. Oh Gott. So ein Blödsinn. Josh, geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein. Alter, alles cool. Ich will hören, was das sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Denk mal nach. Wäre das da tatsächlich Hannah? Ich meine, dann finden wir raus, was passiert ist. Josh? Ich komm schon klar. Okay. Mal überlegen. Oh, es tut uns leid. Was ist mit dir passiert? Hannah, du fehlst uns. Wir möchten wissen, was dir zugestoßen ist. Sag es uns. Was ist passiert? B-E-T-R? Oh-oh. Das gefällt mir nicht. Betrogen. Wie meinst du das? Es geht noch weiter. Oh Gott. K-I-L-L-E-D. Nein. Ermordet? Wir haben sie nicht ermordet. Das war bloß ein Streich. Ash, beruhige dich, okay? Wir müssen mehr erfahren. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Was meinen Sie damit? Frag sie, was passiert ist. Nur so finden wir es heraus. Frag sie, Ash. Wie bist du gestorben? Wer ist dein Mörder? Okay. Wer war die das? Die Aachen werden aber größer von der, ey. Hannah, wer hat dich umgebracht? L. I. B. Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. E. R. O. O. Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Vorsicht! Heilige Scheiße. Chris? Och, wisst ihr was? Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hör zu. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt, so ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein. Du wolltest das Hexenbrett benutzen. Hey, komm runter. Es ist nicht... Ich kann das jetzt nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben. Sollen wir ihm nachgehen? Ach Mann, ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugt. Das war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Jess? Weg zur Hütte, okay. Jess! Scheiß! Ha. Ich guck mal eben schnell ein Status-Update an. Also das Ding hier. Moment. Hier mal was Neues. Chuck, chuck, chuck. Joe schloss den Basketballschläger im Schrank ein. Hä? Hat er das? Hab ich gar nicht gesehen. Warte, machen wir mal das andere hier. Schnell noch. Ist eh speichern wert. Ist das das hier? Gucken wir mal, oder? Hier ist eine Ratte. Ach, du Scheiße. Fuck. Ist ja geil. So, Leute. Bis zur nächsten Folge. Machen einen kurzen Cut. Ciao.